Hier sind immer noch Leute. Willst du mich eigentlich verarschen? Ach, die sind wahrscheinlich im Aufnahmestudio, ne? Da warten auch noch voll viele. Sonst habe ich die Schnauze voll von dem Gebiet hier. Was? Das sieht schon wieder so einladend aus. Ja. Du verreckst erstmal, du ballerst mir viel zu schnell. Und du bist Mark 3, Mann. So, wie einer kommt hier raus. Was ist das? Captain West, okay. Ehrlich, der kommt jetzt hier nicht raus, ne? Jetzt schon mal eine Mine hingestellt und keiner von denen kommt raus. Bin ich doch ein bisschen unlogisch. Hast du nie doch alles, um mich immer zu erwischen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind voll laut. Ich habe die Echo nicht die ganze Zeit. Wovon habe ich so viel Schaden schon wieder bekommen? Kann mich der Typ wieder sein? Naja. Na super. Sag mir nicht, du bist der Stärkste. Er würde mich echt ankotzen. Was hast du denn für eine Waffe? Es hat hier MG. Mein Gott, wo kommt der ja nicht da raus, ey? Komm schon. Du willst mich doch. Du willst mich. Oh, meine Munition. Sehr gut. Sehr gut. Habe schon 3, 4 Leute mit Namen erledigt. Ich kriege auch noch. Komm schon. Komm her. Wuff, 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 wuff. Und pennen gehen. So, sind wir jetzt endlich hier fertig. Noch eine Meistertruhe. Nein, nicht den Safe-Schlüssel. Dann öffnet sich das Ding automatisch. Ich will die Erfahrungspunkte dafür kriegen. Hallo? Bitte sag mir, danach sind wir fertig, ey. Ich habe die Schnauze voll von dem Gebiet. Oh, sehr gut. Geschafft. West Holoband. Ein mächtiges Jagdgewehr. Jagdgewehr. Habe ich ein Jagdgewehr? Ist das mein Best Friend ein Jagdgewehr? Ich weiß das gar nicht.
Wo ist Holoband? Aufgepasst. Hier, mein Haar und Gut. Nein, nicht vorkriegst, aber was soll's. Mal ein paar Sachen. So. Mein Gott. Mini-Atomwaffe, okay. So, wer ist Holoband? Ich würde sagen, wir sind ja fertig. Ich will nicht mehr. Zentrale hier 429er. Haben Sichtkontakt mit Feinden bei Fallons. Verstanden? Komm. Das habe ich auch. 429er. Wie lange bis hier in Reichweite sind? Zentrale, 2 Meilen bis Reichweite. Komm. Verstanden, 429er. Feuer frei, wenn bereit. Verstanden, Zentrale. Melden uns sobald. Oh, hallo. Hinterhalt! Stehen unter schwerem Beschuss! Meiner vergessen, zum HQ zurückziehen. Übersehen. Verstanden. Kommen! Zentrale, wiederholen! 429er sofort zum HQ zurückziehen. Das ist ein Befehl. Kommen! Verstanden, Zentrale. Ziehen uns zum HQ zurück. Ende. Oh, eine kleine Waffen. Wackelpuppe. Perfekt. Du erhältst Dauer auf plus 25 kritischen Schaden mit ballistischen Schusswaffen. Warum nicht Normalschaden? Nee, immer nur mit kritischen Treffer. Ich will allgemein mit meinen Schüssen hier mehr anrichten. Nicht immer nur den kritischen Treffern. Kritische Treffer kriege ich schon hier von diesen einen, ja, ganzen Bullets. Denn Ryans Plan, die Reiter im Hyde Park zu infiltrieren, zahlt sich aus. Nicht nur, dass der unsere Spion unsere wichtigen Informationen. Wird angefunden, war es wirklich. Ich habe einen Agenten, wie gesagt. Okay. Atomsteuerung, wie soll ich denn das machen? Ich hätte mich auch hier reinschleichen können, ne? So. Da sind wir jetzt ja fertig. Ich will ja nicht mehr sein. Wie abgeschlossen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe mal die ganzen Gunner hier einfach fertig gemacht. Das war meine Spitamin. Und einen habe ich hier irgendwo hingelegt. Ja. So, kann man endlich hier raus. Oh mein Gott. Ah. Außer da oben geht's immer noch weiter. Dann kommt sich ein Kreis. Endlich hier raus. Endlich hier raus, bitte. Bitte. So, wo geht's hier lang? Commonwealth, ja, sehr gut. Bin so kurz vom Level Up wieder. Und ich möchte noch ein Level Up bekommen. Commonwealth Institute of Technology, okay. Aber wir da draußen sind die jetzt neu aufgetaucht. Ist immer noch die gleiche Aufnahmesession, also ungefähr 1-2 Stunden jetzt. Wo ich hätte einfach hier so da reinlaufen können. Bin ich auch von dem fertig gemacht worden. So. Das war ein Abenteuer, jetzt gehen wir mal zur Siedlung da hinten endlich. Will ich nie wieder im Leben Gunner sehen. Aber wir haben eine Wackelpuppe und eine Zeitschrift bekommen, die meinen Schaden mit Dingens erhöhen. Mit. Wisst schon. Eieiei.
Schon wieder jeder, das war ich schon nach. Ne, zweimal. Ganz weit weg von dem Teil. Einfach nur zur Siedlung. Für den die Drecksarbeit erledigen, damit ich noch ein Level abbekomme und so. Oh nee. Red hier schon. Nicht ins Wasser. Seid ihr aber einen ganz schön gefährlichen Ort, ne? Eine Siedlung. Vor allem, euch sieht man auch nicht von Weitem, ne? Und da ist eine Vault. Sehe ich da unten. Den HD. Ah, ich bin nur der freundliche Typ mit der Axt. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Okay, dafür bin ich hier. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Okay. Schon erledigt? Ich habe den Laden schon gesäubert. Ist das dein Ernst? Das sind großartige Neuigkeiten. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Okay, geil. Ja. Schon erledigt? Kein Ding. Mach ich doch gerne. Kinder? Nee. Das ist ein Kind. Wenn ich groß bin, habe ich meine eigene Farm und lass andere die ganze Arbeit machen. Nein, das ist mein Job. Sehr gut. Scheint wirklich was zu werden. So, was, dann tun wir direkt hier ein paar Sachen ordnen, ernten und so. Sonst heißt es wieder, ja, hier fehlt Nahrung und alles was. Man jetzt schon mal machen. Kann ich einen Geschützturm bauen, bitte? Ne, Schaltkreise und Zahnrad. Was gibt mir denn Schaltkreise? Keine Ahnung. Super. Nichts hat mir Schaltkreise gibt. Gib mir mal Schaltkreise, Kotzwort. Ah, werde ich mich später drum kümmern, nehme ich an. Dann will ich mal Essen hier schon mal anpflanzen. Wenn ich später irgendwie kommt, ja, wir haben nichts zu essen. So. Ist natürlich brennend interessant hier gerade, was ich mache, ne? Werd hier nur Mais anernten, sonst nix. Mais. Ich glaube nicht, dass ich dadurch auch mal ein Level abkrieg. Wenn ich zu den Preston zurückkehre, dann kriege ich ein Level ab. Auf jeden Fall. So, das könnt ihr alles hier haben. Und wer irgendeiner kommt dann wieder hin und sagt sowas von, oh, wir haben nichts zu essen. Ich habe eine Wasserpumpe, nö, Beton und Zahnrad brauche ich.
Keine Ahnung, wo ich das alles herkriege im Moment. So. Dann gehen wir mal nach Sanctuary. Gehen die Mission ab. Dann nehmen wir mal auf. Und dann fangen wir auch mal die Minuteman-Mission an mit dieser Burg. Weil da gibt mir jetzt wahrscheinlich sowieso wieder eine neue Mission. Hey. Hm. Ja, der Kyrulator. Sehr geile Waffe. Wenn ich die verbessern könnte, ein bisschen. So Materialien und Waffen. Freak und also was. Waffenfreak 4, das brauche ich jetzt. Ich glaube, ich kann das aber noch nicht bekommen, ne? So. Wo ist der? Oh, komm her und gib mir direkt eine neue Mission. Ich weiß, wie das läuft. Hallo, Sir. Entschuldigung? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Oh ja, meinetwegen. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du da bist. Es hat sich nämlich noch was ergeben. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es. Ich habe kein Level abbekommen, willst du mich eigentlich verarschen? Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Willst du mich eigentlich verarschen? Hey. Nottingham Beach, ja, habe ich doch schon. Nee. Waren jetzt die. Jetzt brauche ich aber noch ein Level Up, Mann. Aber sonst mich hier irgendwo bauen, ja. Wir haben ja bestimmt noch Essen und so, ne? Dann habe ich halt erst schlafen gehen sollen für den Erfahrungspunkt. Die Omi sitzt immer noch hier vorm Fernseher. Sollte mal wieder mit einigen Leuten hier reden. Ha. Und wohin geht's als nächstes? Nirgendwo, lass mich in Ruhe. Scheint wirklich was zu werden. So, ich tue jetzt hier ganz viel Essen noch. Kann's kaum erwarten, ordnen, bis ich hier ein Level abbekomme. So, kommt her. Hat zwar keine Sonne ran, aber... Was soll's? Wird doch hier nicht noch so ja, mit dem Rest noch. Wie es hier aussieht, ist mir sowas von Schnuppe. Sollte mal einige andere Siedlungen sehen. Dieser Semunja-Siedlung, ne? Das ist alles so zusammengequetscht. So, jetzt haben wir ja Essen, wie blöd. Jetzt können wir aufleveln. Zwei Level. Zwei Skills, meine ich. Level 30, aber ich kann anscheinend hier nichts aufleveln, verdammt. Ich dachte, auf Level 30 kann ich irgendwas hochleveln. Boah. Das hier. Simpack stellen die Gesundheit vollständig wieder her und weiter wir empfehlen. Die Gesamtstrahlung, ja. Das nehmen wir. Ja, ich dachte, ich konnte noch irgendwas nehmen. 31, ja super. 39 erst. Geht doch mal auf den letzten. 39. 39, 41,
Ja, für Nahkampfwaffen. Ich muss auch irgendwas machen, womit ich mal mehr Schaden mache, damit ich irgendwie, weiß ich nicht. Warte mal hier. Fortgeschrittenes Training für verbesserte Kampfeffizienz. Kritische Treffer verursachen 50% mehr zusätzlichen Schaden. Sollen wir das mal nehmen? Weil ich habe jetzt Magazine, die irgendwie 50% maximal noch erhöhen können. Dann habe ich noch die eine Fähigkeit, die Wackelpuppe. Und ja, kritische Treffer jetzt noch mal erhöhen, wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Das hatte ich auch in Fallout 3, aber das war wieder was anderes. Was war hier? Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Schaden. Deswegen tue ich das hier mal, weil Nahkampfdinger brauche ich jetzt nicht so. Schmied. Mann, ich dachte die ganze Zeit, ich tue für die Dingens sparen. Dann starten wir schon mal die Mission für den Preston, damit er mir nicht auf die Nerven geht, die ganze Zeit mit seiner verdammten Burg. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Du sprichst das ja die ganze Zeit an, ne? Und das kann ich irgendwie nicht leiden. Wenn Leute halt machen. Danke! Endlich kann ich wieder klar denken. Was? Okay, so, wann ist hier ein Safe noch? Hi. Meinst du, wir sind bereit? Ja, sind wir. Und jetzt hör auf, mich dazu fragen. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Gut, endlich ist er weg. Wahrscheinlich kann ich die anderen Missionen jetzt nicht mehr bei ihm abgeben, wenn ich da was erledige. Habe ich auch nicht vor. Ja. Mache ich jetzt in den letzten paar Minuten. Fragen wir denen mal, was die wollen. Vielleicht haben wir das ja schon erledigt. Ja. Der kritische Trefferbonus bringt es jetzt auch. Zählt er eigentlich auch für Nahkampfwaffen? Weil ich habe jetzt so viele Magazine von Gorgnak der Barbar. Ich habe schon allgemeine hohe kritische Treffer Schadenswahrscheinlichkeit. Ihr wisst schon. So, was wollt ihr denn? Haben die Minutemen dich geschickt? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Sie drohen uns. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Noch mehr Raider. Auch gut. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. Ja. Wird vertagt. Ist ja da oben ist die Bruderschaft. Die kümmern sich bestimmt gerne darum. Und da Radiation Sturm. Deine Nähe, ehrlich? Ja. Hey, Freier, trifft die Minutemen nahe der Burg, wo ist die? Boah, was? Oh. Aber ich bin da nicht alleine, ne? Die helfen mir, oder? Sparen wir ein bisschen während dem Part dann mal hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.